Hallo, mein Lieben, und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem Märzhaul. Ja, es ist wieder soweit, es ist Zeit für einen Haul und ich freue mich sehr, weil, ja, wie ihr hoffentlich auch, bin ich zu Hause und ja, ich habe zwar eine lange To-Do-Liste mit Sachen, die ich noch zu Hause erledigen muss, für die ich eigentlich sonst keine Zeit habe, aber ich bin jetzt, also ich freue mich jetzt wieder, hier vor der Kamera zu sitzen und euch für euch den Haul zu drehen. Ja, ich hoffe, ihr seid alle gesund, ihr bleibt zu Hause, solange wie wir zu Hause bleiben müssen. Und dann hoffen wir, dass bald diese Krise vorbei ist und wir alle wieder dem nachgehen können, den Sachen, also an denen wir Spaß haben, draußen mit Freunden treffen, sonst wo hinfahren. Ja, also ich möchte nicht lange über dieses Thema sprechen. Wir sitzen alle in einem Boot und wir hoffen, dass es bald vorbei ist. So, jetzt starten wir mal im Hall und wie ihr bereits auf meinem Kopf sehen könnt, ja, es sind sehr spezielle Ohren. Das sind wieder die Minnie Mouse Attraction Collection Ohren aus dem Monat März. Die widmen sich der Attraktion, den Teetassen, den Teacups. Und ja, wie ihr sehen könnt, sehr, sehr speziell mit Schleier vom Kopf. Ihr habt hier eine kleine Teetasse, einen Hut und ja, die kleine Schleife. Ich drehe sie jetzt aber um, damit ich nicht im ganzen Video lang diesen Schleier vom Gesicht habe. Ich finde auch, man sieht dadurch irgendwie nicht so toll. Und ich finde, man kann sie auch so tragen. Da ist zwar die Schleife und so hinten, aber man sieht dann mehr. Aber ich war wieder sehr glücklich, sie bekommen zu haben. Es war wieder ein Kampf. Internet wieder, also die Seite ist zusammengebrochen, eigentlich wie jeden Monat bisher. Ja, aber ich war sehr happy, sie wieder bekommen zu haben. Und ja, Nummer 3 der Kollektion. Nummer 4 ist dann Small World. Ich habe schon Bilder gesehen und die sind nicht ganz so auffällig wie jetzt die vom Februar und vom März. Und ja, ich hoffe, ich bin da oder ich habe da wieder Glück, diese zu ergattern. Genau, die Ohren kosten wieder wie immer, wie jeden Monat, 35 Euro. Und ja, was habe ich noch dazu bestellt? Moment, kann ich euch zeigen? Minnie Maus als Osterhase. Und zwar kosten die eigentlich 30 Euro, aber jetzt je näher Ostern kommt, desto billiger werden sie. Ich habe jetzt dafür 15 bezahlt, zusammen mit den Ohren, damit ich mir die Versandkosten gespart habe. Aber ich habe heute eine weitere Bestellung aufgegeben bei Shop Disney und dann ich wollte noch Mickey dazu haben, weil die sind so schön kuschelig. Die gefällt mir richtig, richtig gut. Genau, und hier unten steht Disney Store 2020. Und was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass Mickey mittlerweile schon nur 10 Euro gekostet hat. Also ich habe für Minnie jetzt 15 bezahlt, für Mickey jetzt 10, also 25 Euro zwei Kuscheltiere. Sehr süß. Und da wir sehr wahrscheinlich Ostern alle zu Hause verbringen werden, alleine oder mit dem Partner oder der in eurem Haushalt wohnt, bin ich ganz froh, die zwei dann an Ostern da zu haben. Wenigstens ein kleiner Osterhase oder zwei kleine Osterhasen. Und ja, ich finde die richtig, richtig süß und kuschelig. Und ja, ich freue mich sehr darüber. Ja, ich habe jetzt gar keine Reihenfolge. Ich mache jetzt einfach weiter. Ich glaube, Anfang März irgendwann, als die Geschäfte noch offen hatten, war ich in der Stadt unterwegs und war bei H&M. Und dann bin ich durch die Männerabteilung geschlendert und habe dieses coole, langärmelige Shirt gefunden. Wie gesagt, aus der Männerabteilung. Aber es hat Baby Yoda drauf. Also in welcher Größe habe ich mir das geholt? In S habe ich mir das geholt. Und das passt auch ganz gut. Ich finde auch die Länge gut. Und ja, ich habe vorne hier Star Wars stehen und dann einen kleinen Baby Yoda in seinem, wie heißt das, schwebendem Dings. Apropos Baby Yoda, jetzt wo ihr Disney Plus rausgekommen ist, könnt ihr alle den Hype von Baby Yoda im Prinzip euch angucken oder also wer überhaupt Baby Yoda ist. Und vielleicht könnt ihr dann nachvollziehen, warum ich ihn so liebe. Ich gucke mir auch alle Folgen nochmal auf Deutsch an. Ich habe die ja bereits auf Englisch geguckt letztes Jahr. Und ich freue mich jetzt nochmal, ihn auf Deutsch zu sehen. Und er ist einfach so, so süß. Ihr könnt mir ja unten in die Kommentare schreiben, ob ihr also ob ihr Disney Plus habt, ob ihr Mandalorian schon gesehen habt und wie ihr Baby Yoda findet. Ich würde mich freuen, ob ihr euer Herz genauso groß ist für Baby Yoda. Meins ist riesig. Und es gibt auch eine traurige Nachricht. Ich habe ja mein Baby Yoda Plüschtier bei Shop Disney vorbestellt. Und ich weiß, dass die Britta den schon bekommen hat. Und ich habe am 13. März die Versand-E-Mail bekommen. Er hätte eigentlich erst im April erscheinen sollen. Auf jeden Fall habe ich am 13. März dann die Versand-E-Mail bekommen, dass er verschickt wurde. Und ich so, ja, ich freue mich so, Baby, oder? Und dann ist das Paket verloren gegangen. Ich glaube, Disney hat mir zwar das Geld zurückerstattet und ich konnte ihn jetzt nochmal neu bestellen, aber Lieferdatum ist jetzt Ende Mai. Und sie haben mir zwar die Versandkosten noch erstattet, was sehr nett ist, also 4 Euro gespart, aber trotzdem. Jetzt muss ich noch länger auf ihn warten. Ja, ich war schon ein bisschen traurig.
Naja, kommen wir zurück zu dem T-Shirt hier oder diesem Langärmeligen. Und zwar an der Seite habt ihr dann auf den Ärmeln die verschiedenen Baby-Yoda-Grimassen und ja, Positionen. Einmal hier und einmal hier. Genau. Und das Oberteil hat 20 € gekostet, was ich schon viel finde bei H&M. Aber ich konnte nicht widerstehen. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, dann machen wir weiter. Ich war ja in Abu Dhabi vor der ganzen Krise noch. Also es war zwar schon im Kommen, aber als wir geflogen sind, war es in Europa noch, also nicht so ausgebreitet wie jetzt. Und wir sind auch noch zurückgekommen und es war kein Problem. Also ja, der Urlaub war auch sehr schön. Und da habe ich mir zwei Sachen bei Aldo gekauft. Eigentlich wollte ich die Schuhe und den Rucksack. Zum Bedauern gab es, glaube ich, die Schuhe nicht mehr in meiner Größe, aber den Rucksack oder irgendwie andersrum. Auf jeden Fall gab es das eine nicht. Und ich wollte unbedingt den Rucksack und die Schuhe haben, aber die gab es leider nicht oder zum Glück für meinen Geldbeutel. Dafür habe ich mir aber hier diese Sonnenbrille gekauft. Ach so, ich habe ja bereits den Brillen. Ups. So, also das ist die Sonnenbrille. Ich finde die mega cool. Mit diesen Mickey-Köpfen. Natürlich kann man die jetzt nur im Disneyland tragen. Ich habe die auch der Disney Tinkerelli gekauft, weil ich die gepostet habe in meiner Story und sie hat mir direkt angeschrieben. Und da ich noch in der Mall war und Internet hatte, ja, konnte ich sie ihr auch mitbringen. Ich glaube, die haben so 35 € gekostet. Das Problem ist, die hat hier so Glitzersteine an der Seite. Und ich habe jetzt auch schon gesehen, dass ich drei verloren habe und beim Versand an sie sind auch ein paar rausgeflogen. Also von der Qualität leider nicht die beste, aber ja, vielleicht wenn man alle Steine rausnimmt, dann fällt es auch gar nicht mehr so auf. Aber ich finde die schon richtig cool und ich kann es kaum erwarten, dass wenn es Disneyland wieder aufmacht, ich die tragen kann. Ja, leider hat es im Moment zu oft. Wir wissen gar nicht, wann es wieder aufmacht. Also der Princess Run wurde ja abgesagt im Mai. Also ich vermute, vor Juni wird das nichts mit Disneyland. Also mal sehen, ob Magical Pride stattfindet. Auf jeden Fall habe ich mir dann noch bei Aldo dieses wunderschöne Halstuch gekauft. Ich habe ja dazu die Schuhe und den Rucksack mir geholt, mal letztes Jahr bei Aldo. Und das Tuch ist einfach mega. Passt super zur Lion King und Jungle Book Season im Sommer. Obwohl so ein Tuch bisschen im Sommer ein bisschen warm ist, aber morgens kann es auch schon mal frisch sein im Sommer. Genau, man kann sich auch alles schönreden, ne? genau, ich weiß jetzt nicht mehr, das hat auch, glaube ich, das hat um die 18, 20 € gekostet. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, weil man da ja auch in Dirham bezahlt hat. Also, ja, also das ist auch noch bei Aldo. Ja, machen wir weiter mit, was mache ich mit, was machen wir weiter mit Bershka. Ich habe mir auch was bei Bershka bestellt. Ich glaube, ich habe es in meiner Instagram-Story gezeigt, als die Sachen rausgekommen sind. Ich glaube, ja. Und ich habe mir eine Sache davon, also ich habe mir mehrere Sachen davon bestellt, aber nur eine Sache behalten. Und zwar diese Hose. Übrigens ist der Haul sehr klamottenlastig. Habe ich schon, ja, den Schal habe ich schon gezeigt und das Shirt. Ja, also diese Hose habe ich mir gekauft. Ihr seht auch hier den Try-on. Die ist im Prinzip gerade geschnitten. Also, sehr, also nicht gut. Ist das dann Oversize? Ich weiß nicht, wie man den Schnitt nennt. Auf jeden Fall sehr gerade. Und nicht figurschmeichelnd, aber sie hat überall die kleinen Mickey-Hände drauf. Und ja, ich finde die sehr speziell, weil man auch, also das Muster ist sehr speziell, aber man ist jetzt nicht so Disney in your face. Also mal klar, wenn man weiß, das sind Mickey-Hände, dann sieht man das auch. Aber wenn man das Muster von weitem sieht, wird sie nicht denken, dass das Mickey-Hände sind. Das Problem war bei der Hose, ich hatte die also in zwei Größen bestellt und die kleinere hat mir nicht gepasst. Ich habe dann die größere behalten. Das Problem war bei der, dass der Knopf dann irgendwann beim Anprobieren abgefallen ist. Und dann wollte ich die eigentlich nochmal neu bestellen, weil ich zu faul war, den Knopf anzunehmen. Ich kann das zwar, aber irgendwie war ich zu faul dazu. Aber die gab es dann nicht mehr in der Größe und dann musste ich sie behalten und den Knopf annähen. Düdüm. Was hat die gekostet? Ich glaube, die hat 40 € gekostet. Ist so eine Dreiviertelhose, aber wie gesagt, jetzt ist sie ja im Schreiber. So, wie gesagt, der Haul ist ein wenig durcheinander, aber zum Schaltjahr, also am 29. Februar, gab es einen neuen Schlüssel bei Shop Disney. Und zwar den Tigerschlüssel. Ich blende euch jetzt auch mal ein Bild ein, damit ihr das besser sehen könnt. Und ja,
Man muss, glaube ich, um die 20 € also einen Mindestbestellwert von 20 € haben, um diesen Schlüssel gratis zu bekommen. Und ich habe mir den wieder ergattern können. Ich sammle die ja, und hier ist ein Zettel dran mit Leap Day, was Schaltjahr heißt oder Schaltjahrtag. Genau, was ich mir dazu bestellt habe, ist einmal diesen kleinen diese kleine Loungefly-Gürteltasche. Zu der Bronze Collection. Ich habe ja die Ohren, ich habe den Spirit Jersey, ich habe das T-Shirt und da ich bereits den kleinen Mini habe ich, genau, Debbie hat Mickey. Ich habe ja bereits in der gleichen Größe den Mini und ich fand die so süß und praktisch. Ich hab's zwar noch nicht getragen, aber was nicht ist, kann ja noch kommen. Und ich fand den so schön und ich finde auch die Bronze-Kollektion sehr schön. Den Spirit Jersey und die Ohren und deswegen habe ich mir den bestellt und ich liebe ja Bauchtaschen und genau, den habe ich mir dazu bestellt. Der funkelt auch so schön und der hat 38,90 € gekostet. Und dann habe ich mir noch dazu bestellt, damit ihr die Versandkosten auch wieder gespart sind. Ja, man kann sich immer alles schön reden. Ist dieses von der Positively Mini Collection, dieses Notizbuch. Ich habe ein neues Notizbuch gesucht für meine YouTube-Videos. Ich habe zwar diese VHS Lion King als Notizbuch, aber ich finde das ein bisschen sehr groß und es ist nicht so geschützt. Und die fand ich sehr, sehr schick. Man kann das hier aufmachen. Da hat man hier sogar einen Stift direkt dazu. Den Block hier in der Mitte. Mit ganz vielen Seiten. Ganz viele Notizen machen für YouTube. Und das hat 16 € gekostet. Hier in der Seite kann man noch Karten reinmachen. Und hier vorne ist auch noch so ein Reißverschluss. Da kann man dann auch noch was Wichtiges oder irgendwelche Heftklammern oder Büroklammern oder so noch reinmachen. Und ja, ich mag das Design sowieso, weil ich diese Blumen und dieses ganze Muster, das werdet ihr gleich auch noch sehen bei anderen Sachen, total liebe. Ich liebe dieses Flower-Ding und mit Schwarz sieht das echt schick aus. Und ja, mein neues YouTube-Notizbuch. Und ihr könnt gespannt sein. Ich werde mich nämlich jetzt demnächst auch dran setzen und da ganz viele neue Ideen reinschreiben, was ich jetzt auch von zu Hause aus machen kann, die nächsten Wochen. Da mein Disneyland Paris-Content sich langsam dem Ende neigt. Und ich dann von zu Hause weiter produzieren muss. Also ich versuche wirklich wöchentlich immer noch Videos hochzuladen, sonntags um 18 Uhr. Und versuche wirklich Content zu produzieren, ob es jetzt auch von zu Hause ist oder wenn das Disney wieder offen hat. Aber solange es nicht offen hat, versuche ich alles von zu Hause zu machen und euch trotzdem irgendwie zu entertainen. Und ihr habt da schon ein paar Ideen. Dann hat die liebe Britta war irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wann das war irgendwann im Primark, das ist auch schon, glaube ich, 2 Monate her. Und da gab es dann diese Bauchtasche im Sale. Die hat dann nur noch 5 € gekostet. Vorher hat sie 10, glaube ich, gekostet. Auf jeden Fall, ich habe sie nie bekommen. Die gab es letztes Jahr im Sommer und passt auch wieder super zu Lion King und Jungle Book Season. Und ja, für den Preis habe ich gesagt, ja, warum nicht, bringen sie mir mit. Und ja, mit Mini vorne drauf. Und ich liebe ja. Wie gesagt, ich liebe ja Bauchtaschen. Ja, dann kommen wir zu zwei ganz besonderen Teilen und zwar aus Kalifornien, aus Anaheim. Anfang des Jahres ist eine Mini-Mickey New Year's Kollektion rausgekommen mit Spirit Jersey und Ohren. Ich glaube, sie gab es auch in Florida, aber ich weiß nicht, ob es die Ohren dann auch da gab. Ich bin mir unsicher. Auf jeden Fall gab es sie auch in Kalifornien und ich habe sie auch aus Kalifornien. Ich selbst war nicht da, leider. Aber ein Freund von dem lieben Florian, der Rico, ich hoffe, das ist sein richtiger Name, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall, der Rico also wohnt in der Nähe von Disneyland Anaheim und war dann dort und hat mir lieberweise die Sachen gekauft. Er guckt die Videos nicht, weil er kein Deutsch versteht, aber ist dann auch zum Princess Halbmarathon Weekend nach Florida geflogen, wo auch der Florian hingeflogen ist. Und dann hat der Rico die Sachen dem Florian übergeben und der Florian hat sie dann wieder nach Deutschland mitgebracht und sie dann mir in Disneyland übergeben. Sorry, meine Stimme. Also diese zwei Sachen haben echt eine lange Reise von Kalifornien nach Florida, nach Deutschland, also nach Hamburg, dann nach Paris und dann von Paris wieder zu mir nach Hause. Also sie haben wirklich sehr viel mitgemacht und aber ich freue mich sehr über die zwei Sachen. Und zwar ist es einmal
dieses Paar Ohren. Ja, es ist wieder dieses Blumen, dieses, es ist asiatisch angehaucht, weil es halt dieses New Year's-Thema aus Asien kommt. Und ihr habt hier einen kleinen Schmetterling und hier so ein, ich weiß nicht, Staubwedel. Dann habt ihr hier so eine Haarklammer und ich finde, das sieht sehr, sehr schick aus. Und dann der passende Spirit-Jersey dazu. Ich kann euch die auch nicht mal anziehen, ne? Genau. Also, das sind die Ohren. Ich kann euch jetzt leider nicht mehr sagen, was ich am Ende bezahlt habe, weil der Rico auch Rabatt hat in Kalifornien. Aber die Ohren werden wieder bestimmt um die $30 gekostet haben, wie üblich in Amerika. Und der Spirit Jersey bestimmt auch so um die $70. Ich weiß ja noch nicht, wie hoch der Rabatt dann war. Auf jeden Fall ist das dann der Spirit Jersey. Und ja, vorne habt ihr California Adventure draufstehen. Disney California Adventure mit einem kleinen Mickey in Gold. Dann habt ihr hinten, ich musste meinen chinesischen Mitarbeiter nicht, meinen chinesischen Kollegen fragen, was da hinten draufsteht, weil ich will jetzt nicht irgendwas tragen, wo ich nicht weiß, was da draufsteht. Und es heißt irgendwie so das glückliche oder das schöne Jahr der Maus. Genau, also irgendwie sowas in dem Dreh. Auf jeden Fall was Positives. Und also 2020 steht hier und dann halt der chinesische Schriftzug. Und auf den Ärmeln habt ihr ganz viele chinesische, ja, Zeichen, aber auch mit dem Disney-Schloss hier drauf und kleinen Mickey-Köpfen, verschiedene chinesische Details, wo Mickey auch Hidden Mickeys drin sind. Also ich finde ihn wirklich sehr, sehr hübsch. Ich hatte ihn auch jetzt im Disneyland dann kurz mal an. Jessie und Michaela hatten sich den ausgeliehen und vom Schloss Bilder gemacht. Ich war, das war dann am Freitag. Ja, jetzt kann ich euch mal die Geschichte erzählen vor Disneyland Schließung. Ich war ja dort, bevor das Disneyland geschlossen hat, also am Wochenende. Ich bin Freitag hingefahren und der Plan war, bis Sonntag zu bleiben und der Park sollte eigentlich Montag schließen. Ich bin dann Freitagnachmittag angekommen, haben die anderen dann gesehen. Florian ist auch an dem Freitag dann schon heimgeflogen, hat mir die Sachen dann übergeben und wir haben dann eine kleine Fotosession vom Schloss gemacht. Und Jessie und Michaela haben sich den Jersey sozusagen ausgeliehen und Fotos damit gemacht. War ja auch kein Problem, konnten sie ja machen. Und ich dachte, ach komm, nimmst den morgen mit. Hast keinen Bock, dich jetzt umzuziehen. Und ja, machst du morgen damit Fotos vom Schloss. Das Wetter sollte eigentlich auch super werden, obwohl es dann nicht mehr super war. Egal. Ja, dann kam, bin ich Freitag ins Bett gegangen und morgens dann Samstag aufgewacht. Eigentlich dann dachte, okay, ich gehe jetzt in den Park. Auf mein Handy geguckt und da hat auch Michaela schon angerufen und alle möglichen und überall war die News, Disneyland Paris hat bereits am Samstag geschlossen. Das lag daran, dass die französischen Behörden am Freitag, glaube ich, mitgeteilt haben, dass nur noch Veranstaltungen unter 100 Personen erlaubt sind. Und das ist in Disneyland Paris schwer umzusetzen. Und ja, deswegen sind wir dann am Samstag noch ins Village gegangen, wo wir dann noch einige Sachen gekauft haben, die ich euch gleich zeige. Und ja, da ist im Prinzip das Fotoshooting mit dem tollen Jersey flach gefallen. Ich habe dann noch Fotos gemacht vor dem Lake Disney, also das, was vor dem Newport Bay Hotel ist. Aber das Wetter war also nicht so toll. Und es ist irgendwie nicht das gleiche, wenn nicht das Schloss im Hintergrund ist. Deswegen wird er auf jeden Fall beim nächsten Mal auch auf jeden Fall mit dabei sein und auch mit den Ohren zusammen. Ich liebe ja dieses florale Muster, das werdet ihr gleich noch sehen, was ich noch gekauft habe in Disneyland am letzten Tag. Genau, also ich danke Rico und Florian dafür, dass die Ohren und dieser Jersey die weite Reise auf sich genommen haben oder ihr Sachen mit euch genommen habt und mir mitgebracht habt. Ich freue mich sehr darüber, weil die sehr, sehr speziell sind und sehr rar. Also man bekommt sie nicht mehr und ja, wir waren zu einer speziellen, zu einem speziellen Event sozusagen. Eigentlich war der Plan ja, den anzuziehen, wenn ich in Shanghai bin. Das heißt, also ich wäre ja in dem Zeitraum eigentlich in Shanghai jetzt gewesen. Also mit der Kreuzfahrt hätte wäre ich 2 Tage in Shanghai gewesen, davon ein Tag im Park, also in Disneyland. Und da hätte ich ihn super, super gerne angezogen, weil es perfekt das zum Motto gepasst hätte. Aber nächstes Jahr Disneyland Shanghai. Ja, dann zeige ich euch noch die drei letzten Sachen, die ich. Da fällt schon was um. Die ich dann im Disneyland noch gekauft habe am letzten Tag. Das war ja dann so, das Village hatte noch offen. Und da wegen der französischen Regelung mit den 100 Leuten hat man vor den Shops im Prinzip Schlange stehen müssen, weil die nur eine gewisse Anzahl an Leuten in die Shops gelassen haben. Und
Und ja, dann im Prinzip standen wir, also wir waren ja eh gewohnt, in Disneyland anzustehen. Und dann standen wir halt im Village vor den Shops teilweise. Ich glaube, vor World of Disney haben wir 2 Stunden lang angestanden mit Michaela zusammen. Das war, es ging eigentlich relativ schnell vorbei, aber es war trotzdem, das sind 2 Stunden. Und dann bin ich auch Samstag nach Hause gefahren, weil Sonntag haben wir auch die Hotels dann zugemacht oder relativ zeitnah. Und ja, aber ich habe ja noch 3 tolle Sachen gekauft. Und zwar einmal im Fashion Store habe ich mir hier diesen Rock geholt. Und zwar, ich weiß nicht, ob der auch von dieser Mini, also der ist von dieser Disneyland Paris Collection, aber der könnte auch zu der Positively Mini Kollektion aus Shop Disney passen, weil er auch diese Mini hat und diese Flower und ja, ich finde ihn sehr, sehr schick. Ihr seht ihn hier auch angezogen. Der hat 65 € gekostet. Ja, es war, also er ist nicht günstig, aber an dem Tag dachte ich, es ist jetzt alles egal. Ich kaufe mir den jetzt. Und deswegen habe ich mir den mitgenommen, weil ich ihn sehr, sehr schön finde. Wie gesagt, ich mag halt dieses florale Muster. Jetzt bin ich da mit dem Nagel hängen geblieben. Ich hoffe, da ist keine Naht aufgegangen. Dann die 2 anderen Sachen, die ich mir noch geholt habe, was an dem Samstag sehr praktisch war, war dieser Mulan-Schirm. Ich mache ihn jetzt mal auf für euch. So, nichts kaputt machen hier. So, also hier habt ihr einmal Mulan drauf und dann die Kirschblüten. Und nochmal Mulan. Genau. Und der ist im Prinzip durchsichtig. Ich finde den echt schick. Fürs Disneyland jetzt nicht ganz so praktisch, weil man den nirgendwo verstauen kann. Das heißt, man muss ihn theoretisch die ganze Zeit in der Hand halten, außer man weiß, es wird wirklich den ganzen Tag schütten wie aus Eimern. Dann kann man ihn mitnehmen. Aber ich werde ihn bei mir im Auto platzieren. Und dann immer, wenn es regnet, wenn ich im Auto unterwegs bin, werde ich ihn benutzen. Der Schirm hat 30 € gekostet. Eigentlich wären ja Samstag und Sonntag 30% in den Disney Parks verfügbar gewesen, wenn sie offen gehabt hätten. Und dann hätte ich mir den Schirm eigentlich mit 30% geholt, aber so dachte ich, okay, komm, nimm's ihn jetzt mit 20% mit, ist auch okay. Ja, dann das letzte Teil, was ich mir noch passend zu dem Schirm gekauft habe, ist dieser Mulan-Poncho. Oder wie Daniel jetzt sagen würde, Flattermanschette. Liebe Grüße, Daniel. Genau, also ich ziehe ihn auch gleich nochmal hier an mit dem Schirm zusammen, dass ihr das auch im Ganzen sehen könnt. Genau, also es ist im Prinzip wie eine Decke, geschnitten wie ein Poncho. Auch mit diesen Kirschblüten hier überall und ich weiß gar nicht, nee, von der anderen Seite kann man nicht tragen, aber hier habt ihr die Kirschblüten. Und das einzige Disney-Detail, was man hier sieht, ist Mulan. Und zwar auf der anderen Seite, hier unten. Und das war's. Also den kannst du wirklich im Alltag tragen, weil dieses Mulan sieht man kaum. Und ja, der hält sehr schön warm, kann man sich so überschmeißen und passt super zum Schirm. Und ja, also ich fand den echt schön. Und der hat 55 € gekostet. Also die Poncho oder Capes kosten da halt so viel. Oder Flattermanschetten. Ja, also ich fand den wirklich schön. Michaela hat sich den auch gekauft, auch den Schirm. Und ich habe den auch der Disney Tinkerelli mitgebracht und den Schirm habe ich auch mitgebracht, also die beiden Sachen. Ja, das war's auch schon wieder. Mensch, Mensch, nee. Ist auch schon wieder lang gewesen, fast eine halbe Stunde. Ich werde auch im April ein Haul schaffen, da einiges schon auf dem Weg zu mir ist und ich freue mich sehr auf dieses Paket. Ich verrate nur, dass es aus den USA kommt. Mehr verrate ich nicht und ich freue mich sehr auf dieses Paket, weil da einige Sachen drin sind, die ja, ich eigentlich haben wollte, aber verpasst habe. Aber da habe ich es mir dann mitbestellt. Und auch ein ganz besonderes Paar Ohren ist da drin. Ansonsten ja, ist man ja zu Hause und Online-Shopping funktioniert ja immer noch. Glücklicherweise oder nicht glücklicherweise für mein Bankkonto. Aber ich bin wirklich fleißig zu Hause. Ich miste meine Schränke aus, verkaufe meine Sachen mit kleiner Kreisel und dementsprechend kann ich mir auch neue Sachen leisten. Und ja, ich spare auch, weil ich nicht so viel Sprit verbrauche und die nächsten Disneyland Paris-Trips auch gecancelt sind und ich da im Prinzip auch nichts kaufen kann. Also, go, Online-Shopping. Also, April-Haul ist auf jeden Fall gesichert. Ich brauche auch noch ein Paket von der Britta. Da sind auch noch ein paar schöne Sachen dabei. Da müsste ich eigentlich meinen Hund dazu holen, um euch das alles zu zeigen. So als kleinen Schmanker. ja, ansonsten war es das von mir. Ich hoffe,
Euch geht es gut, bleibt bitte zu Hause, solange die Krise noch da ist. Und ja, ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal wieder dabei. Wie gesagt, ich bemühe mich jeden Sonntag ein Video hochzuladen, um auch euch zu entertainen und dass ihr nicht vor Langeweile zu Hause eingeht. Und ich hoffe, Disney Plus und also bei mir Disney Plus und Animal Crossing sind wirklich die gerade die Zeitvertreibe Nummer 1. Neben den ganzen anderen Sachen, die ich noch machen muss. Apropos, das Ohrenvideo ist auch noch geplant. Kommt auf jeden Fall noch in den nächsten Wochen online. Davor graut es mir ein bisschen, die ganzen Ohren da oben abzunehmen, zu sortieren und euch zu zeigen und dann wieder aufzuhängen. Da wollte ich sie nur wieso nochmal neu sortieren, also neu anordnen und so. Ja, apropos, naja, das zeige ich euch im April mit dem zweiten. Also ich habe einen Ohrenhalter bei der Britta. Also die Britta stellt Ohrenhalter her. Und da habe ich zwar einen gekauft, aber ich bin jetzt zu faul, also die Ohren davon runterzunehmen. Ich zeig meine Ohrenhalter auch in dem Ohrenvideo. Und im April-Haul, weil sie mir noch einen mitschickt. Das ist eine gute Idee. So, jetzt höre ich mal auf zu labern. Ich hoffe, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, wann auch immer ihr das Video guckt. Bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal. Achso, und Daumen nach oben und abonnieren nicht vergessen. Bis dann. Ciao. -i.